sehr dankbar, lieber Herr Dr. Nelich, dass Sie Herrn Luis Velasquez, Humboldt-Forschungspreisträger aus Kuba, vorgeschlagen und auch gewinnen konnte, heute hier in Bayreuth einen Vortrag zu halten. Und wie wichtig diese Arbeit der Alexander von Humboldt Stiftung ist, mit einem weltweiten Netz von 50.000 Wissenschaftlern, und was es immer wieder für Erfolge dann zu verzeichnen gibt, das wird Ihnen Herr Dr. Nelich gleich darbringen, weil die Alexander von Humboldt Stiftung mit ihrer frühzeitigen Identifizierung von wissenschaftlichen Nachwuchs immer, wenn ich das mal so salopp sagen darf, einen guten Riecher hat und zurzeit wieder einen tollen Volltreffer genannt hat. Herr Dr. Nelich, Sie haben das Wort. Ich habe mir nur merken können und notiert, SCA2, das ist die Krankheit, mit der er sich befasst, Spinal Cerebellar Ataxia Type 2. Nun ist es aber tatsächlich auch so, dass in Ihrem Land besonders viele Fälle dokumentiert sind. Und in dem Sinne, wahrscheinlich muss man das so sagen, verfügen Sie auch über den Gegenstand für eine solche Forschung. Aber Sie haben es identifiziert, Sie haben herausgearbeitet, wo die eigenen Probleme liegen. Und das werden Sie uns heute alles erzählen, dazu möchte ich gar nichts sagen. Aber vielleicht einmal sozusagen aus der Praxis wissenschaftlicher Arbeit. Herr Professor Velasquez-Perez arbeitet insbesondere eng mit Tübingen zusammen, und wir danken auch den Kollegen und Kollegen aus Tübingen, die ihn hierher gebracht haben heute. Die Kollegen möchten mehr lernen, die möchten gerne kooperieren, und sie möchten auch ihren Kollegen teilhaben lassen an den besonderen Forschungsmöglichkeiten, apparativen Möglichkeiten hier. Ja, das heißt, man muss aber dann den Gegenstand der Forschung einmal hierher bringen. Das heißt also, Menschen hierher transportieren. Und dann beginnt es schon mit dem Visum, es beginnt mit der Ausreise, aber es beginnt auch mit der Einreise. Und es muss natürlich alles finanziert werden. Aber genau das ist es, wofür sich eben Herr Velasquez gleichermaßen eingesetzt hat. Nicht nur für seine Wissenschaftler, sondern auch für die Gestaltung des Umfelds. Und es sind herausragende Kolleginnen und Kollegen, auch in unserem Land, die ihm dabei geholfen haben. Sehr geehrter lieber Herr Velasquez, wir freuen uns sehr darauf, dass Sie uns heute einmal mehr berichten werden von Ihrer Arbeit. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie den Weg auf sich genommen haben. Muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Realmente me siento muy emocionado por las palabras que aquí se han referido acerca de mí y acerca de mi país. Yo quiero agradecer muy especialmente al comité organizador la oportunidad que nos han dado de estar aquí en este importante evento, muy especialmente al señor Cosi y desde luego al señor Melis por todas las cosas, por darnos esta oportunidad de participar y por todas las cosas que ha expresado. Realmente nosotros nos sentimos muy comprometidos con el trabajo que realizamos con la Fundación Alexander von Humboldt, que indiscutiblemente en esa etapa nos transformó en muchos aspectos en el orden de la formación científica. Por eso mi agradecimiento eterno. Voy a comenzar a hablarles sobre un tema que es muy importante, un tema que es fascinante y que trata básicamente de la relación o la colaboración que durante más de 30 años se ha establecido entre Alemania y Cuba en el campo. Tenemos, o vamos a tener, estamos tratando de llevar en nuestro viaje un equipo que eso lo haga automáticamente. Y esto indiscutiblemente es una apertura importantísima en esta colaboración. Esta es nuestra institución. Nuestra institución hoy pertenece a un hospital general. Nuestros científicos, el grupo de investigadores, aquí también nuestros pacientes, y todo esto son los investigadores
de la institución, bueno, el área de neurofisiología, el área de biología molecular, de rehabilitación, en sentido general que son los protagonistas de los principales resultados de este proyecto como tal. Y desde luego, la especie de red que hemos establecido con la Universidad de Aachen, el Centro de Neurociencias de Frankfurt, la Universidad de Tübingen, los 25 artículos que les hablaba, y a su vez esto se ha expandido un poco más, porque ya hay colaboraciones con la Universidad de Bonn y con otras instituciones de Londres y también de Estados Unidos. O sea, hay una especie de red en este tipo de enfermedad, porque indiscutiblemente aportaría mucho al conocimiento científico de la misma. Muchas gracias por su paciencia y por su atención. Ganz herzlichen Dank. Alles Gute. Muchas gracias. Es ist in diesem Jahr zum 500. Reformationsgedenken ein wunderbares Buch erschienen, als unser Deutsch erfunden wurde. Denn es ist ja auch ein Ergebnis der Reformation gewesen. Die deutsche Sprache, wie wir sie heute kennen, wäre ohne Luthers Bibelübersetzung so, hätte sich so nicht entwickelt. Und das ist mal ein Aspekt der Reformation, als unser Deutsch erfunden wurde, Reise in die Lutherzeit. Die Volk aufs Maul schauen. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank.